Hallo und willkommen beim ersten Video des Jahres 2022 wieder im Garten. Sieht zwar ein bisschen nach nichts aus, aber das hat nur den Anschein. Heute machen wir was mit Kohl, haben wir aus dem Baumarkt geholt. Die kann man gut aktivieren, indem ich sie gut mische mit der Komposterde. Das werden wir gemeinsam tun, das wäre der erste Ablauf. Der zweite ist, ich habe Rotton, das ist auch ganz gut mineralhaltig und ich kriege den Boden noch locker wahrscheinlich dadurch. Ihr wisst ja wegen dem Sommer, der wird halt heiß dieses Jahr. Letztes Jahr darauf bereite ich mich vor. Das wären die Abläufe und ich bin wieder da, wenn ihr das wissen wollt. So, und hier ist die gute Holzkohle. Die werden wir jetzt sachgemäß gemeinsam aufs Beet bringen. Aber nicht so lange, weil es würde dann auch ewig dauern und ihr wollt ja auch viel noch sehen, was wir da alles richtig machen. Deswegen zeige ich das so in 10 Minuten, das Ganze, mit euch. Also die ganzen Flächen, die wir hier haben, die werden wir mit Holzkohle aufwerten. Und halt mit guter Humuserde aufwerten oder mit den roten Tonen, das kann ich beides zeigen. Und diese ist dafür bestens geeignet. Ich könnte auch Pulverstaub draus machen, das habe ich auch schon gesehen bei manchen anderen YouTubern. Aber das werde ich einfach so in die Erde einbringen. Und ihr dürft gerne dabei sein, wie ich das mache. Ja. Ton, also genau, wie ich gesagt hatte, das ist ein wunderbarer Mineralstoff, den wir in den Humusboden noch extra als Mittel einführen. Der ist schon ein ziemlich guter Humusboden, aber den kann man immer noch verbessern, wie es so schön heißt. Dazu ist der Rotton ganz gut. Man sieht es an der Farbe, dass er rot ist, weil der Eisenoxid drin ist. Eisen ist gut für die Pflanzen, also ist es eigentlich auch kein schlechter Stoff für den Boden. Und auch an sich, was da alles für Mikroben und so drin sind, die sind genau richtig. Die könnten auch die Kohle, die könnte das, glaube ich, aktivieren. Die saugt ja das auf, diese Holzkohle, die ist ja so leicht und wird das dann in Zukunft umwandeln, indem wir halt gute Erträge bekommen. Das werden wir halt festhalten im Sommer. Und das ist der Sinn und Zweck, wieso ich die mitgebracht habe. Ich habe die geschenkt bekommen von Arbeit, bin Töpfer jetzt. Und da kriegt man ab und zu mal diese tolle Ressource geschenkt. Und genau, das wäre es zum Rotton. Jetzt geht es ab zur Praxis. Ich bin mal ganz ruhig, wir schippen einfach mal so ein bisschen daneben. Und das in der Regel reicht schon. Jetzt ist der folgende Schritt. Jetzt geht es eigentlich richtig zur Sache. Nehmen ein paar Brocken von der Kohle. Das müssen nicht viele sein, ich fühle sie auch so ein bisschen an wie Granit. Nur richtig leicht, guckt euch das an und die Fläche. Und hier in diesen poren Flächen, wie in Steckenhäusern, da drin wird die Feuchtigkeit gesammelt und gespeichert für viele Monate. Und das wird im Sommer riesen Vorteile bringen. Und jetzt kommt. Das ist halt das, was wir hier brauchen. Die Mineralien werden jetzt darauf reingesaugt in diese Kohle. Ja, genau. Genau, das reicht schon vollkommen aus. Und schon steht uns ein gutes Gartenjahr bevor, wenn wir das jetzt auf allen Flächen machen, verteilen. Und halt immer weiter und weiter. Und das machen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ja. So, sehr schön, genau, angesetzt. Und schon saugt das Material den Ton auf. Und das kann auf jeden Fall eine gute Zukunft für das Klima bedeuten. Weil Holzkohle, habe ich gehört, speichert CO2 langfristig im Boden. Und das ist positiv für uns alle. Genau. Weil die ganzen CO2-Emissionen sind schon schlimm genug. Ja. Aber für Berlin haben sie schon gesagt, es ist deutlich weniger. Als es sonst der Fall ist. Weil wir haben schon deutlich weniger Emissionen hier wegen der Zeit, die wir gerade erleben. Und das ist ein Riesenvorteil in Zukunft. Genau. Fürs Klima und für uns alle. Das ist nämlich das Entscheidende. Deswegen steige ich jetzt um für den Sommer, damit der, wenn er heiß wird, dass es hier nicht so schnell austrocknet. Ja. Immer wieder das ganze Prozedere. Und ihr seht, der Boden ist schön knackig, also ein schöner reiner Humusboden. Wir können es auch anders machen. Wir graben es ein, um das halt ein bisschen zu vereinfachen. Schmeißen die Kohle hier teilweise rüber, um die Flächen gut einzugraben.
Das ist nämlich, das ist eigentlich auch ganz gut umweltschonend. Eingraben schnell und so tun. Ich weiß, man könnte es ja auch zu Mehl verpulvern, aber wir haben gerade keine Maschinen dafür. Ist aber auch nicht so schlimm. So. Genau, jetzt kommt das gute Erdgemisch wieder rein. Und ihr seht schon den Unterschied, also das ist schon deutlich. Oh, das wiegt, das Gestein, kann ich euch sagen, da muss ich auch mal den Spaten holen, das wiegt mir doch zu viel. Kommt jetzt lieber aus dem Boden, Ton, also dieses Erdmineralgemisch hier. Und kleben, der hat auch die besondere Fähigkeit, gut zu kleben, also sieht das Zeug halt richtig aus. Ja, ein bisschen doof angestellt. Ich muss es anders machen. Versuchen wir es so. Klopfen wir da einmal aus. So. Ja, so sieht das halt aus, wenn es richtig nass ist. Ja, das ist schon nicht wenig teilweise. Das ist gutes Mineralgemisch. Wie schon gesagt, ich habe zwar nicht für alle Flächen genug, aber es ist so schön, das bindet. Das wird auch genug Wasser im Sommer binden. Genau, ein Stückchen zerteilen, zerlegen. Ja, so kriegen wir es hin. Ja. So. Ja, das würde den Rahmen springen. Wir machen die Fläche fertig. Den Rest mache ich dann morgen oder heute noch nach dem Video, weil man braucht ein bisschen Zeit noch. Genau. Ihr könnt ja so erzählen, was ihr in euren Gärten so schönes macht. Das wäre auch mal interessant. Jetzt habe ich ja von mir erzählt, was mein Plan ist. Könnt ihr gerne die Kommentare schreiben. Habt ihr immer zuverlässig gemacht. Sehr schön. Jetzt sind wir ein ganzes Stück weiter auf jeden Fall. Wir werden den Rest hinten noch auf den Wein rein einbringen und alles einbinden, das saugt sehr viel CO2 an und das ist halt sehr gut. Viel CO2, was die Pflanzen später auch für sich benötigen können, aus den Wurzeln können sie rausholen. Ja, man sieht schon, was ist alles so gut, um den Boden so weit vorzubereiten, dass wir im Sommer gute Ergebnisse, fruchtbare Ergebnisse bringen können. Hier. Die Ecke hätten wir schon mal. Machen wir den Rest, schmeißen wir den da noch rauf etwas. Das grabe ich dann wie gesagt später ein, weil mehr gibt es nicht zu erzählen. Also die Holzkohle ist halt einzigartig. Die Erdbeeren, wie besprochen, werde ich auch jetzt versorgen.
Und die auch gut Wasser halten können, wenn es immer früh wärmer wird. Das reicht schon aus, die Sonnenstrahlen, wenn die schon bei 20 Grad, also die Schatten sind, dann müssen die schwimmen werden, da kann das schon trocken. Hier auch der Holunder, der große hier, guckt euch das Schwein an hier. Ein ordentliches Schwein, ich habe es schon ordentlich zurückgeschnitten. Aber das hier schon mal so weit. Ja. Ja, gut, der CO2-Speicher auf jeden Fall für die Zukunft. So, damit hätten wir den Holunder auch relativ versorgt. Die werden nur einbuddeln, das alles. Und dann werden wir mal sehen, was passiert im Sommer. So, das habt ihr schon mal gesehen, also was mein Plan ist jetzt für 22 und genau, den Rest werde ich beim Maulbeerbaum noch einbuddeln später und genau, das wäre es erstmal soweit von mir aus. Ja. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und bleibt gesund weiterhin, bis ins Frühjahr dann. Das wäre es nämlich erstmal wieder soweit, weil mehr gibt es ja nicht zu tun im Moment, es ist ja gerade Pause. Wie gesagt, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Nico Franzenreich. Ciao, ciao.